Dit is dat program De Grond op Levende Hoopding. Jun Redna is Rudy Neufeld. Ik begrijs jun in de nomen van Jezus Christus. Laten we de Bijbel openen ook in Romeinen kapitel 12, vers 1. Je hebt het goed net in elke maand voor de dag. Te zijn wel onze vroege bezorgcentra, dat we worden hier genoeg geld hebben en dat ze zeggen geen appel worden. Zo het goed te zijn dat het zorg om ons, nee? Wel, het Gottes woord lezen, Romeinen kapitel 1, van de 12 van 1 aanvangen, daar lezen we wat meer, wat daar is 8. Du sagst uns Gottes Wort zu steht, ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euer Leiber begebet zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei, welches sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellet euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gottesdienst. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedermann unter euch, dass niemand weiter von sich halte, als sich gebührt zu halten, sondern dass er von sich mäßig halte, ein jeglicher, nachdem Gott ausgeteilt hat, das Maß des Glaubens. Denn gleicherweise, als wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber alle Glieder nicht einerlei Geschäfte haben, also sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied und haben mancherlei Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Wir sagen aber, du, wo wir die Länge ohne denn. Hat jemand Weissagung? Wir sagen, ob wir Propheten go. So sei sie dem Glauben gemacht. Hat jemand ein Amt? Wir sagen, ob wir die Dienst go. So warte er des Amts. Lehret jemand? So warte er der Lehre. Ermahnet jemand? Wir sagen, das ist go, wie von Menschen Motto sprechen der. So warte er des Ermahnens. Gib jemand, so gebe er einfältig. Regiert jemand, so sei er sorgfältig. Übt jemand Barmherzigkeit, so tue er es mit Lust. So, but hier, wo wir lesen, wir sind, but the goal, wo wir von der Welt sind, als jaff jemand. Gib jemand, so gebe er einfältig. Wie heute vier sind doch, ihr holt uns von Wasser ein von dieser Goal. Von der Welt, wir wieder über die Eigenschaften, was diese Goal hat, was wir seine. Wat de persoon wat God heeft, dus een goede heeft, wat de ere eigenschappen zijn. Veelmaal dat we zeven beobachten, we zouden de hadden, dat we de feest, eerstens we zouden we de feest ten verrood bezijnen. De bekeken verrood. Tweedens zouden we de hebben verlangen ten onpot hebben, de onpot zijn aan de arbeid waar we dat te geven doen. En niet dat we wel de controle over hebben of de macht de onpot hebben te zijn. Drittens zou we een verlangen om wertvolle zaken geven. Want die wat we geven doen en wat een andere geven, dat wat wertvolle zaken zijn. Viertens hopen dat die geschenk, wat allemaal die geven doen, wat een antwoord zijn te je gebed. Vijftens een verlangen om heimelijk geven. Die hebben een grote verlangen om geven en niemand hem bij te laten. Zestens, die willen geven en ohne je praat zijn. We zouden dat ook, dat veel mensen van de oorlog dag die schuiven en praat andere mensen om geven. De Jewungsgabe, wenn der Jeschuwe wird, der Jeprachat wird, dann wird er sich treitragen. Die Welle Jewe wird Gott und er hat allein, was sie Jewe soll. Siebenden sagen, die sind besorgt, dort Jewe kann Menschen unabrechtlich merken. Die haben auch dort Verständnis und die verstehen auch, wenn Menschen ihr Stüppel gejewt wird und nicht wird vielleicht mit Gottes Lehrung gejewt, dort Menschen können leicht, Menschen können unabrechtlich werden, die wird dort kriegen der. Die sind besorgt, du am. Dort geben kann ein Mensch unabrechtlich merken. Von der wir wieder gehen mit den Eigenschaften, die diese Go hat, und wir wollen noch einmal ein paar beobachten. Und dann von der wir wieder sehen, was die Erde sieht, dass wir uns mal recht verstohlen wird und wo die in Fleisch wandelt, oder was wir erwarten können, wann die in Fleisch wandelt und wann die im Geist wandelt. So, die achte Eigenschaft ist, diese Person ist der Eigenschaft sparsam und was die Zeit bedeutet. Wenn wir hier einzumal, wir sagen, Menschen sind sparsam, die sind nicht jetzig. Diese Person, die die Jewungsgabe hat, der ist sparsam in was er sich angehen der. Und sparsam in Scheipen meint nicht, dass er dann wundert, was andere Menschen darüber denken, oder
dass ich Dinge auf eine Weise rückbringe, dass andere Menschen für Glauben, die haben nicht ewig für mich. Das ist nicht, was ihr Ziel ist, aber das sind Spursamen, was sie sich angehen tun. Die wollen nicht eins mit einem Haus nehmen, was sie nicht brücken tun. Der Erfolg ist, warum die Spursam ist, und das soll wir alle anwenden, hoffentlich alle gelehrt, was für jeder da in Zimmer fand, dass die andere Kinder, was ihnen dort gekostet hat, dort Topschaufen, was sie haben. Wenn wir uns was schäfen wollen, wie man alle anderen Kinder, wie haben wir viel Schaufen. Dort haben sie was gekostet. Dort haben sie vielleicht eine Woche oder zwei Wege, drei Wege Arbeit gekostet, weil wir dort Topfen, dort Geld und dort schäfen. So die Gebungskurve der anderen Kinder erfolgt, was das ist und was das gibt. Und was er dort oder am dort gekostet hat, zum Schäfen, was sie sich schäfen wollen. Da werden sie die Spursam zu sein. Meiste Menschen, die immer genug haben, haben auch schon viel Schaufen. Dort ist nicht bloß dort, wenn ein Mensch Gott gesehen wird, oder mit Fehler gesehen wird, ob das ihr oder bloß einmal in den Sinne hängfällt. Na, kann vielleicht sein, dass er ihm zusammen Geld gewinnt, ich muss vielleicht einzumal. Wenn es aber so ein Mensch, der eine Größe zusammen Geld gewinnt, bloß einmal hastig, und zwei Jahre später, dann haben die nicht von, wenn sie die Verstehung nicht haben, dann gehen dort. So, die Menschen, die genug und ewig genug haben, die haben die Schrauffe geschafft. Die haben nicht mal bloß dort, die haben auch Taub geholt. Die sind sparsam gewesen, die haben Taub geholt, Dinge immer leicht bezahlt. Und Leute nicht bloß schäfen, wenn er das Jank hat oder sich dachte, er fehlt dort. Wenn sie dort auch nicht unbedingt brücken dürfen. Ich sehe, viele sind auch dort, viele Menschen schäfen Dinge bloß an die Welle dort haben. Nicht um die dort wirklich brücken dürfen oder die dort ein nutzbares Ding ist, bloß die Welle dort haben. Andere Dinge ist Selbstbeherrschung anwenden und haben, was Gott will haben, was sie haben sollen. In Geldbrücke, ich habe ja sehr leicht inwendig überreden und bereden, das, was ich brücke, wenn ich dort auch brücken darf. Die Gebungskurve ist sehr handgegebte Selbstbeherrschung. Zum Verrat bezeichnen Selbstbeherrschung sein, in was sie brücken und was sie schäfen dürfen. So, für was sie haben, ist, wenn sie haben, was sehr einfache Stufe sozusagen, praktisch gesagt. Wir sehen in Gottes Wort, uns wisst ihr im Alten Testament, uns wisst ihr auch im Neuen Testament. Von was immer Gott in denen meine Hände gibt, sehr wie schuldig, ein Prozent aufzugeben. Nur die Bibel redet von 10%. Du machst dich sagen, 10% ist nicht mehr im Neuen Testament. Weil wir finden nicht nur 10%, aber wir finden klar, dass Gott will haben, dass von dort wird, du und ich, in unser Hand kriegen, wird er uns mit sehen, das habe ich in eine Abgabe, in Verantwortlichkeit auch noch am Tritt zu geben. Und 10% ist, was wir finden, was in der Bibel von geschrieben wird. So, das sind sehr handgegebte da. Noch ein Ding, die Poste ab für zu weit in die Schultern kommen. Das ist, was der Gebungskurve auch tut. Und das soll jeder einer von uns. Wir sollen abpassen, wie weit wir uns in die Schultern geben dürfen. Viele Menschen kommen so weit in die Schultern, dass sie nicht mehr so eine, die nur kommen können. Der Gebungskurve ist sehr handgegeben, dass sie abpasst, dass sie sich nicht zu weit nennen darf. Drittens, Schuld ist nicht Geld für Kinder Gottes. Wie weit ihr das alle dort sprechen, sagt uns, Barien macht Sorgen. Die Welt, so ist die angestellt, ist, von der ersten Tag kommt es nicht mehr allein, er hat nicht allein dort, und nicht zu Schuld merkst, und du mit Schuld verdienst. Aber für Kinder Gottes, so wie Apostel, so wie uns nicht zu weit nennen, geben dürfen. Und hier ist, was passiert, wenn wir uns zu weit nennen, geben dürfen in Schuld, und wenn wir dann umfangen, mit dem Fall aufzutolen, dann kommen wir über und sagen, ich kann nicht den Tieren geben. Ich kann nicht trainen Gott geben. Ich kann mal hier betonen, ich mal hier betonen, ich mal hier betonen, ich mal hier betonen. Ich habe so eine lange Liste von Schulden, die ich alle immer aufzutolen, was ich auch betont habe. Na, was uns überbleiben, ich kann nicht mehr für Gott geben. Das ist, was uns immer passiert, mein Kind Gottes. Die Gebungskurve ist sehr handgegeben, dass sie sich nicht wird zu weit nennen geben. Die sind immer nur, dass Gott wird den ersten Platz haben in seinem Leben. So wie seine die Person mit der Gebungskurve versteht, dort wird von Geld, dort wird voll und dort wird abrechtig mit angegangen und ein Wesen mit angegangen. Die verstehen auch, dort kann unabrechtig merken und dort kann einen großen Sehen bringen. Geld kommt bei der Seite. Wie sagen viele noch, dort Geld ist nicht das Schlechte, das Geld ist der Wert von allen Schlechten. Wer ist der, der sich mit dort Geld unabrechtig merkt, ist die Person. Die Person wurde sinnvoll in der Tür gewohnt. Dort ist der, wo was sich unabrechtlich merkt man das Geld. So das Geld hat nicht die Schuld, dass die Person, die du mal angehst. So ich möchte vielseitig sein dort und verstehen, dass Geld kann uns einen großen Sehen sein, aber kann uns gleich unabrechtlich merken, wenn wir nicht abholen und in der deutschen Gemeinschaft leben mit dem Herrn. So wir möchte verstehen und darüber denken, dass was immer uns versklavt hat, ist nicht Geld. Wir denken einmal an physische Dinge, die uns versklavt haben, uns anbetiert leben. Das kann Plüderinen kommen, da können Superinen kommen, da können andere Dinge kommen, wo wir uns versklavt haben und was wir Mathe haben. Viele Menschen sind auch versklavt und Schuld.
Das ist dann so wie ein Schuldbein, das ist dann der Beine fürs Klo, und die kommen und mehr nicht rüht, oder überhaupt nicht rüht. So da kann auch nicht fürs Klo sein. Wo Menschen sich Beine fürs Klo verdauen und nicht abpassen. Wie kann es sein, dass es so ernst eine Anstellung, was du und ich habe, was uns kann und das Klo bringen, als Arbeit verdienen mich. Wenn du und ich eine Anstellung habe, über Geld, ich denke, was mehr Schulden haben, was mehr merken, mehr Schulden haben, nicht mal denken, und wo wir da mit einer Rüht kommen, und dort wäre durchdenken dann, wo wir die Channel von loskommen, dann bringt uns dort unsere Sklaverie. Und das nicht nur mit Geld, sondern viele andere Dinge, die uns auch unsere Sklaverie bringen. So wie man auch nicht kennen, dass die Bibel sagt, dort, wenn wir uns zu Wort für Sklaver tun, dort ist Arreich. Die Bibel sagt, dort kann es, ihr kommt uns Freimärke, in alle Umstände sozusagen. Wir finden dort in Johannes, dort Jesus kommt uns Freimärke von unserer Sündenschuld, wir kommen uns Freimärke von unserem sündlichen Leben. Aber wenn wir die Bibel lesen, dann haben wir das tun, als wahre gute Menschen, erstens, sie kommen uns Freimärke von den Dingen, wo wir beinahe versklavt sind. Und wo, wie gesagt, sozusagen, mäßig von loskommen, wird Gottes Help, und ich habe von loskommen. Ich glaube, dass jeder einer uns wird sterben damit und wird verstehen, dort Sklaverie in uns Leben als Arbeit. Wenn wir uns eins für so weit nennen, je wieder wir uns versklavt worden, dann fängt das ohne Sinn zu werden in uns Leben. Dann ist das Arbeit für uns. So die Jewungsgabe, die ist sparsam in Worte, die sich schäufe dürfen. Nein, das Wort, wie sollen die Jewe zum Motor sprechen, dort andere auch Jewe. Die Jewungsgabe hat eine Wahrheit von anderen auch Motor sprechen, zum Jewe. Du wirst Jewe da. Nicht nur bloß dort, sondern die sollen den sehen, was da durchkommt. Und dort, warum die Jewe zum anderen Motor sprechen, wenn die Welle haben, die anderen Menschen, die vielleicht nicht so viel haben, aber dort die weiter die kennen auch geben. Jeder von einer von uns, und dort, wofür wir haben, und dort, wofür uns Kapitol ist, oder wofür wir im Wirt sind, wir haben alle so viel, hat Gott uns mit gesehen, dass wir kennen, was es geben für den Herrn. Vielleicht nicht alle über einen Samen, aber wir kennen alle, was geben. So die Gebungsgabe, weil Motor sprechen, die andere Person, die vielleicht weniger haben, oder sollte der nicht für einen geben, den Motor sprechen, dem geben, damit er den Erfolg haben in dem Sehen erwartet, was das Ja von Jewe. Das ist nicht, dass die Welt andere Mütter sprechen zum Jewe, aber das ist ein Wiesel, das soll Jewe tun. Nein, das ist nicht der Ziel. Der Ziel ist, dass du keine den Sehen erwartet und du einen Erfolg bei haben, was Gott tut, wenn die Jewe wird. Die Person mit der Jewungsgabe gleich die Jewe, wo die Mutter wird abgeben erplohen. Das ist vielleicht schon ein Simul ans Leben, wenn Gott uns anspornet hat, was die Jewe. Und das ist, was passiert ist, wir haben vielleicht einen Plan ausgelegt, mal ans Geld für diesem Jahr. Aber wir wollen uns was schäufen, und wir haben vielleicht auch Kultur geholfen für dort, aber wir sollen nicht dazu, wo wir uns nicht gerne umgehen. Dann kommt der Herr einmal und sagt, ich will Hand, du sollst erst nur Gottes Wort geben, und Gott seine Arbeit. Die Gebungsgabe des Hand gegeben, den Erdplan abgeben, den Sinnplan, und dort Geld, was immer die Haft sich vielleicht übergeteilt, weil die Versöhnung seine Sache brücken, dort erst nur Gott seine Arbeit geben. Und hier ist ein Wort, ein Beispiel. Das passiert wirklich. Das ist ein Stets von einem Polit, wo er hat einen Plan in Hüste bauen. Und wir sagen, viele sind da, und wir sehen dort ein Stets alles als Verlierer. In Kanada auch, in Europa auch. Dort das Leben in Hüste bauen, kam dreimal und viermal so die aus hier. Und vielleicht noch fünfmal so die. So dieser Polit hat sich Geld hochgelegt, er hat auch immer geteilt, weil sie können sich nur in Hüste angehen. Ein Sinn der Samarians, dann sparen die Herren und auch in der Botschaft, dass sie sollen nur eine besondere Arbeit geben, wo es Neuigkeit wird. Was tut dieser Polit? Der horchte dem Herrn. Und die Jäuwe dort, wo sie sich hatte, immer geteilt, was sie will, brücken im Haus bauen, die sagen, Jäuwe, die nur Gott seine Arbeit. Jäuwungsgut. Der ist balanced zum Jäuwe und abgeben, was sie in Erdplan sich festgestellt haben, und Jäuwe nur Gott seine Arbeit. Das hat auch mal eine große Summe Geld getan. Heute dann mit 500.000 Dollar. Und wir denken vielleicht nach 500.000 Dollar, wenn ich dort kann geben, dann würde ich irgendwann nur dem Herrn geben. Weil wenn Gott uns anspornet, der 50 Dollar zu geben, dann sind wir das down. Und wenn wir haben uns Plan, was 50 Dollar kostet, aber der Herr spornet uns auch nicht, soll er zu Gott seine Arbeit geben, ist, dann sind wir das down. Oder ist es 5 Dollar, oder ist es 2 Dollar, was immer das muss sein. Wenn wir was abgeben, dann in uns Plan, dann dort erst nur Gott seine Arbeit geben, Gott wird dort sehen. Dort wird nicht ungesehen bleiben. Dort sei er, wenn Gott hat dort eine große Ehe. Der Person mit der Jewungsgabe versteht, dass wenn wir Gott dem ersten Platz geben, dann in uns Leben, er wird uns nicht ungesehen lassen. Er wird dort unerkannt und dort viel Wert rechnen. Hier ist ein Symbol, was passiert, wenn Gott uns ansparen wird zum Jewe. Ein Symbol, wenn Gott uns ansparen wird zum Jewe, wie rot schlüsselt er, was er nicht überbleibt.
And here's what I meant mine. Was ist ein Gottsparenti an, dass du so $10 jeber, nur die Person in einem Land, wo das Leben so ja dir kommt. Wenn es in Europa oder States oder Kanada. Aber Gott hat die am Hort hier leicht, und du hast ein Klar, verstehst du Klar, und du weißt Klar, das ist, was Gott will haben. $10. Du denkst dir bitte einfach nur, okay, $10 für mich sind ein Dollgeld in diesem Land. Aber wenn ich $10 schicke nach Kanada, nur du stehst, so würde ich vielleicht 2 oder 3 Eiscremes geben. Meier nicht. Dann Rotschluss für dich, wenn ich sage, nach $10 erstmal bloß so wenig wert hat, wenn ich dann kann 100 oder 200 oder übrigens $300 geben, dann würde ich dir teuer über $10 nehmen, dann halte ich dir noch schon gerne. Was wir tun ist, wenn Gott uns anspannt, der zu geben, ist es eine große Summe oder eine kleine Summe. Und besonders wenn eine kleine Summe ist, dann Rotschluss für dich so lange, ever, weil wir das ganz zu nichts gemerkt haben, und wir kommen zum einen, wo wir halt nicht geben dürfen. Wenn wir wollen nicht $200 geben, wenn wir die nicht haben. Wenn Gott sagt $10, dann werden wir $10 geben. Wenn er sagt 200, dann werden wir das tun. Und Gott weiß, was du nicht geben kannst. So nicht Rotschluss für die Ewa, weil wir haben zu nichts gemerkt, und wir kommen zum einen, was nichts geben für den Herrn. Nichts geben für seine Arbeit. Wenn Gott anspornet hat, also $10, $5, also ein paar $100, also ein paar $1000, dann werden wir das tun. Abrechtig sein und Gott true sein. Nicht auf der Seite, du Ewa, zu Rotschluss, weil wir zum Einkommen halt nicht geben dürfen. In Gott sehen Anspornung, was er uns hat, angespornt hat, zu nichts merken darum. Wenn Sie uns Fragen haben über das Programm, dann können Sie uns auf unseren E-Mail schreiben rdeuneufeld09@gmail.com oder auf ein WhatsApp-Nummer 591-770-6001. Ich wünsche Ihnen alle eine gute Weg. Gottes Recken Segen mit Ihnen.